Dicke Kohle im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Alex Walzer besucht deutsche Auswanderer in den USA. Jeder kann es schaffen. Der Ramschkönig auf Hausbesuch. Im Grunde bin ich ein Tänzer. Wer es in Amiland zum Millionär gebracht hat und wer gescheitert ist. Das Sat.1 Magazin mit Gabi Papenburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, denn wir machen heute mal einen Sprung über den großen Teich. Erinnern Sie sich noch an Alex Walzer? Mit seinem Rambazamba-Markt hat der Mann ein Vermögen gemacht und sich den Titel Ramschkönig ehrlich verdient. Deutschland ist ihm mittlerweile längst zu klein, jetzt will Alex Walzer in die USA. Doch als cleverer Geschäftsmann holt er sich erstmal Tipps von 4 deutschen Auswanderern. Zwischen Losern und Lucky Stars, der Ramschkönig in Florida. Eine Frage, die sich für Hartmut Gassmann nicht mehr stellt. Seit 14 Jahren verkauft er Amerikanern Staubsauger und ist damit reich geworden. Sein Haus, sein Auto, zeigen, was man hat, kennt Alex. Guck mal hier. Ferrari vom Allerfeinsten. Hier, Range Rover. Okay, Auto von Gassmann, rot, ja, logisch, Ferrari. Dann haben sie noch einen Range Rover, dann haben sie was weiß ich, ja, also... Wer es braucht, wer es mag. Hartmut, Felice und Töchterchen Jasmin brauchen es. Genauso wie ihre Millionenvilla. Also das Haus von der Familie Gassmann fand ich persönlich super toll. Das wäre das Haus, was ich hätte genommen. Ging mir genauso. Toll eingerichtet, ja, viel Geschmack. Hat seiner Herkunft alle Ehre gemacht. 14 Jahre fleißig geschafft, Häusle gebaut, Millionen gebunkert. Hand aufs Herz, wie reich, wie schwer ist Hartmut Gassmann? Das sind eigentlich schon die siebenstellige Beträge. Eine siebenstellige ist eine Million. Ja. Können aber auch 9,9999 Millionen sein. Richtig, genau. Mal die Gattin fragen. Aber es sind mindestens 10 Millionen, oder? Ein paar mehr. Schieße, die lügt wenigstens okay. Nicht. Abfahrt in die Firma, da wo das ganze Geld gemacht wird, ins Hühler Hauptquartier. Heiler nennen die Amis Hartmuts Staubsauger. 3 Millionen Euro hat allein seine Firmenzentrale gekostet. So residiert also ein Staubsaugervertreter in Florida. So Hartmut, ich glaube, wir wollen mal sehen, wie dieser Heiler funktioniert. Okay, mit Wasser funktioniert dieses Hightech-Wunder. Mit Wasser gegen den Dreck. Und das erspart die teuren Staubsaugerfilter. Alex will's ganz genau wissen. Guck die Nüsse. So. Guck die Nuss, die ich gerade hier geschmiert habe. Das heißt, jetzt ist alles im Wasser. Was ihr jetzt nur machen müsst, seht ihr das? Ja. Was ihr jetzt machen müsst, einfach den Wasserbehälter in die Toilette gießen, fertig. Keine Staubsaugerbeutel mehr kaufen, keine Filter. Okay. Nur Wasser als Filter. Fertig. Ich meine das nicht böse, aber dann bist du am Ende doch einfach nur Staubsaugerverkäufer. Absolut. Bin ich sogar stolz drauf. Ja gut, du hast ja auch ganz USA zu saugen. Ganz USA zu saugen. Ja, das sehr ist viel ja auch Teppiche was. Und sehr viel Böden. Ja, und da geht natürlich was. Stimmt, jede Flagge ein Verkaufsbüro, über 90 in den ganzen USA. Aber wie ihr seht, der Markt ist noch weit offen. Wir haben noch sehr viele Büros in anderen Staaten aufzumachen. Ja. Und das ist natürlich sehr exciting. Potenzial ohne Ende. Ohne Ende. Wir sind hier Generalimporteur USA. 10-mal, 20-mal so groß wie Deutschland. Die können ja machen, was sie wollen. Viel mehr Möglichkeiten. Deutschland, nein, hier ja. Den Blick fürs Business, den hat Hartmut Gassmann, der schwäbische Staubsauger-Mogul. Motto, je mehr verkaufte Staubsauger, desto besser für ihn und seine teuren Hobbys. Ist der überhaupt echt? Ich glaube, der ist echt. Wir können es ja nochmal testen, ob er echt ist. Das sieht von hier oben so unecht aus. Irgendwie. Ja, sieht echt aus. Sieht unecht aus, aber ist echt. Ich muss auf eine Demo oder wenn ich einen neuen Distributor absetzen will, muss ich mit so einem Auto vorfahren. Wenn ich mit dem Golf vorfahren würde, dann wird keiner an meinen Erfolg glauben. Ah. Du musst zeigen, dass du erfolgreich bist, weil du willst ja andere Leute auch erfolgreich machen. Verstehe. Dann muss ich mit sowas vorfahren. Also das ist praktisch genau andersrum wie bei uns. Ein Staubsaugervertreter mit Handelsware im Ferrari, das würden deutsche Neider nicht verstehen. Doch genau so fährt Hartmut Gassmann zu neuen Geschäftspartnern. Die sollen für ihn den Hühler an den amerikanischen Kunden bringen. Und die Profitmasche zieht immer. Hello. Hi, how are you? Nice to meet you. Hi.
Die Erfolgsstory der Gassmanns, typisch amerikanisch. Jeder kann es schaffen. Wenn die Opportunity kommt, greift es, macht euer Bestes und jeder kann es machen. Ich denke, dass die Familie Gassmann hier bleiben wird. Also sie sind derart Amerika verliebt, sich sehr abgekapselt von Deutschland und die werden bleiben. Oder? Die können das hier leben, was sie gerne mögen. Das sind Leute, die gerne nach außen zeigen, die gerne Gas machen, die ihren Erfolg gerne zeigen. Das ist in Deutschland.